Der 6-Punkt-Tag. Längste Cutscene ever. Und es geht noch weiter. Ach, nee. Man, I could not sleep last night. Guys? Huh? Irgendwas stimmt da nicht. Speichern brauchst du nicht und ach so, so weiter. gut. Gehen wir einfach raus. Was zur Hölle ist hier passiert? Look at what it's come to. I've been given these icky orders to destroy you if you refuse to come back with me. We're best friends, right? Sure, but I'm not getting turned into a dusk for... Wait a sec. You remember now? Yeah. Great! But, you know, gotta make sure and all, so, What's our boss's name? Oh, can't believe this. Ich kann sich glauben, dass... Ihr sagt ruhig erst. Ich kann sich glauben, dass der schon wieder auf die Fresse haben will. Und ich kann es nicht glauben, was der für, Achtung, Wortwitz, Achselhaare hat. Boah. Ha! Ha! Ja. Okay. Keine Probleme, oh. Diese Viecher aber schon eher. Die können nämlich noch Schaden machen. Ah, zu spät. Ich prügel die da immer raus aus dem Schatten. So. Kannst du auch mit dem Reflektor raushauen. Und was ich aber schmerzlich erfahren musste während des Levelns, wenn die explodieren, das macht Schaden. Roxas, to the mansion. The time has come. Painter! Pence! Olette! So, du kannst direkt straight zum Herren raus und Haus und die Gegner kannst du auch alle ignorieren. Drohnen gibt's keine? Nein. Aber im Herrenhaus schon, aber. Okay. Fine. I see how it is. Aber hier in Twilight Town nicht, nein. Aber ich kann Axel schon verstehen, er möchte ihn zwar nicht umbringen, aber er wurde ja schließlich in der letzten Cutscene ja bedroht von irgendjemanden. Wir werden eventuell noch rausfinden, wer das ist, der ihn da bedroht hat. Was das für Typen in schwarzen Kutten sind. Ja. Alles ein Mysterium. Vor allem die wenigen, die er ja noch überlebt haben. Die ja Regen of Memories gesehen haben. Da hast du auch ein paar in Kutten erledigt. Zum Wechseln zum Beispiel. Ja. Wobei zwei hast du nicht erledigt. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nennen darf. Lass es mal besser. Weil das kommt dann bei mir. Also bei mir kommt die Rico-Story über. Aber ich weiß noch nicht genau wann. Irgendwann auf jeden Fall. Na gut, die musst du jetzt erledigen. Dafür kein Weg dran vorbei. Don't call me and then lock me out. Oder? Oder auch nicht. Die warten einfach nur. Treue Hunde. Huch.
Könnte das etwa... Gute Frage. So, hier kannst du dir noch die Truhen alle holen, damit wir sehen, was da drin ist. Okay. In den einzelnen Truhen. Da ist zum Beispiel eine. Noch. Und hier ist es einfach so, man kann die Truhen jetzt auch dann öffnen, wenn Gegner da sind. Das genau. Habe ich so vermisst. Mhm. So, und einfach wieder raus. So, jetzt gibt's in den Raum noch zwei Truhen. Hui. Ja, so schlecht kriegst die andere du. Treppe, die andere Treppe ist die Truhe. Ach so. Gut. Die da oben, die holen wir dann auf dem Rückweg. Wir müssen kurz in ein Zimmer und dann müssen wir dann rüber nochmal. Mhm. So. Und ihr seid einfach zu langsam. Your mind's made up? Why did the Keyblade choose me? I have to know. You can't turn on the organization! Organisation? Organization 13. They're a bad group. Bad or good? I don't know. They're a group of incomplete people who wish to be whole. To that end, they're desperately searching for something. What? Kingdom Hearts. Funny? It's just... I think... I've been running away from the question I really want to ask. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore. You are... Naminé! There's no knowledge that has the power to change your fate. Even if it doesn't, I want to know. I have the right to know. A nobody doesn't have a right to know. Nor does it even have the right to be. But what is a nobody? Diz, we're out of time. Too many nobodies. Roxas. Nobodies like us are only half a person. You won't disappear. You'll be whole. I'll disappear? No further outbursts. No, you won't disappear. You'll... Wait. Roxas, we will meet again. And then we can talk about everything. I may not know it's you. And you may not know it's me, but we will meet again, someday soon. I promise. Let her go. Naminé. Naminés Zeichnung. Von Naminé hinterlassene Zeichnung. Sie scheinen eine tiefe Bedeutung zu haben. Die Karte des Herrenhauses. Und das weiße Zimmer. Einfach nur raus hier. Genau, ich sag dir Bescheid, sobald wir dann zum Titelbildschirm übergehen und den Speicherstand laden können. Jo. So, da ist noch die Truhe, die wir letztens gesehen haben. Ach, aha. Stimmt, die habe ich vollkommen verdrängt. Ja, ist aber nur ein Potion, also kein Weltuntergang. Ja, ja. Ist ja nicht so, als ob da nicht Ultima drin gewesen wäre. Ja. Oder... Kraftbolzenschutz. Abelitamin. Genau.
So, und das ist jetzt der Moment, wo du zurück zum weißen Raum mit dem Speicherstand gehen kannst. Dort gehst du dann einfach Titelmenü und dann laden wir den von mir vorbereiteten Spielstand. Die untere Truhe hast du da noch nicht eingesammelt. Nein, okay. Die habe ich noch nicht. Und dann können wir auch gucken, wie die Statuswerte dann von Roxas aussehen, nachdem er aufgelevelt wurde. Okay, dann hier. Also Titelbildschirm. Übrigens, Bildschirm ist ein Wort, was ich generell falsch schreibe. Und zwar wird das bei mir zu Bildschirm. Ja, kann gut passieren. Machst du die kurze Kontrolle übernehmen wegen dem Laden? Nicht, dass ich etwas Falsches mache. Nö, geh doch einfach auf Laden und du wirst schon merken, welchen du laden musst. Genau. Hätte doch aus Versehen flaschen können. So, dann geh mal in Statusmenü und dann sehen wir doch mal. So, das ist jetzt der aktuelle Status. Aber die Abilities müsstest du nochmal umstellen. Da ich nämlich auf Combo Boost nochmal raufgegangen bin. Und bei Combo Boost ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich glaube, Item Boost kann man mit Reflektor noch austauschen. Bei Combo Boost ist vor allem nämlich, wenn man lange Combos macht, je mehr Combo, desto höher wird der Schaden. Also Combo Boost würde ich auf jeden Fall drin lassen, das ist notwendig. Um viel Schaden zu drücken. Nee, ich habe gar sonst nichts mehr bekommen. Beziehungsweise doch, du kannst L1 drücken und da habe ich ja die Shortcuts auf Potions und so weiter noch umgelegt. Gut. So weit habe ich mitgedacht und jetzt können wir generell weitermachen mit dem Spiel. Ich zweifle, dass ich die brauchen werde, aber man weiß ja nicht. Man weiß nie, richtig. Okay, die Truhe hast du also doch geholt. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab alle Truhen geholt. Ich hab mich nur nicht mehr daran erinnert, dass da noch eine war. Ach so. Das meine ich. Deswegen. Okay, und dann haben wir noch eine Truhe. Ja. Und da haben wir noch eine High Potion drin. Ich hab die Potions übrigens auf Auto-Nachfüllen gestellt. Gut. Wieder der Raum mit den ganzen Stühlen. Und jetzt sind da auch viel mehr Leute. Ja. Anscheinend erinnert sich Roxas an etwas. Und diejenigen, die jetzt keine Kapuze aufhaben, die kamen alle in Rechain of Memories vor. Die mit den Kapuzen, die waren nicht im Schloss. Und ignoriert Roxas, der war nie im Schloss des Entfallens. Aber er war mal ein Mitglied der Organisation. Why do you have the Keyblade? Shut up. And take my money. Genau. Will it work? If we can maintain the simulated town until Namine finishes chaining together Sora's memories. What will happen to Roxas? He holds half of Sora's power within him. In the end, he'll have to give it back. Until then, he'll need another personality to throw off his pursuers. Poor thing. It's the fate of a nobody. Dann ist alles, was Roxas bisher erlebt hat, nur simuliert gewesen in der Stadt? Ja? Nichts echt? Alles fake? Also die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, waren alles für umsonst. Ach, hör auf zu heulen.
Da geht eine Tür auf. So, speichern wir mal kurz. Ja, jetzt kannst du auch wieder den oberen Speicherstand nehmen. Den brauchen wir ja nicht mehr. Und... Genau. Und wir haben einiges an Geld. 1451 Taler. Damit sollten wir auf jeden Fall mal gut einkaufen können, sobald wir die Möglichkeit haben. Mhm. Und natürlich gibt's wieder schon wieder. Ärger. Wir wollten wohl nicht locker lassen, Lee. Nicht wirklich. Aber mit unseren neuen Fähigkeiten sollte das kein so großes Problem mehr werden. Ah, jetzt hat der eine mich doch noch erwischt, weil sie alle gleichzeitig angegriffen haben. Glück gehabt. Ja. Aber zum Glück machen die nicht mehr Schaden als. Zum Glück machen die nicht mehr Schaden als die Kugeln heilen. Okay. Da haben wir sogar zwei von denen. Aber der eine ist von selbst wieder aus dem Boden rausgekommen, das ist gut. Den anderen habe ich rausgeboxt. Ach Mist. Nein. Ah, komm raus. Okay, wieso das jetzt so funktioniert hat? Du hast zu früh gedrückt. Ah, jetzt. Okay, hat sich selbst in die Luft gesprengt. Aber er hat dich noch nicht mal erwischt damit. Amazing, Roxas. Axel. You really do remember me this time. I'm so flattered. Erinnert mich ein bisschen auch an Knuckles Kidner von Sonic. Ja, wenn du deine wahre Form hast, noch pack ich mal eine wahre Form aus. Schade, dass wir Memoiren Sterntreue nicht behalten dürfen. Das wäre so eh. Weiß nicht, so ein gut was. Und wegen diesem Gegner haben wir auch diesen einen Kampf gewonnen gegen Setzer. Weil er hat nämlich Feuerattacken. Ja. Gut, ich werde sogar noch. Ja, das lässt du schön sein, Freund! Klingen der Katharsis. Und dieser Feuerboden, der macht in einem erneuten Kampf Schaden. Das sind allerdings Bonuskämpfe, die es nur im Final Mix gab. Oder gibt. Dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Aber. Jetzt wollte ich ihn gerade. Komm her! Ui. Aua! Okay, das ist jetzt ein Desperation-Ruf und wenn der den machen kann, kein Schaden! Führen. Ah, oh, jetzt kommst du. Damit. Gut, dann machen wir das halt nochmal. Wenn das willst du jetzt nicht überleben, Freund. Tschüss. Maximum HP plus. Und ich könnte vorstellen, der andere Kampf, der ist dann wirklich hardcore. Zum Glück habe ich soweit aufgelevelt, ansonsten hätten die Angriffe viel mehr Schaden gemacht. Ist halt Verzögerungen halt. Weil das Mann nicht gerade bei voller Kraft. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. Axel. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Muss man dazu noch was groß sagen?
Da ist eine Kugel. Ja. Na ja, gut, um die kümmern wir uns jetzt aber mal nicht. Trennen wir auch nicht, weil die ist einfach nur da. Da ist eine Truhe. Donald. Goofy? Jetzt stellt mich die Frage, wie kamen die hierher? Die waren doch letztens noch in dem Schloss. Wieso sind die jetzt auf einmal hier? Die sind doch Chain of Memories Endspoiler mit Sora in dem einen Raum gewesen und dann zurückgegangen. Ja. In dem weißen Raum. Wegen dem... Deshalb sind sie wahrscheinlich da. At last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me? Or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Why? Who are you? I am a servant of the world. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? Cause I'm not laughing! My apologies. This is only a data-based projection. I hate you so much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. No! My heart belongs to me! Oh, ich... Das Lied, ey, so traurig. Sora. Fairplay wird in 5 Minuten beendet. Nach der Cutscene. Müssen wir halt kurz eine Pause. Naja, und um herauszufinden, wie Sora da reinkam, muss man halt Chain of Memories oder Read Chain of Memories gesehen oder gespielt haben. Und da wird die Frage dann geklärt. Ja. Kingdom Hearts 2 Final Mix. Endlich geht's weiter mit der Geschichte. War ein recht langer Prolog. Ja. Herr König. Ich glaube, ich habe jetzt mir auch überlegt, dass man mit dem Chat bei kurz pausieren kann, ich auch die Aufnahme kurz ausmachen. Okay. Ich muss einfach nur betätigen, welche Session es dann ist. Mhm. Dann nehmen wir so 2 Parts pro Session. Donald! Goofy! Wie groß Sora auf einmal ist, ey. Ja. Das wirkt so komisch. Warum wird das gewachsen sein, Sora? Es sind ja ein paar Jahre vergangen.
respektive ein einziges Jahr. Das war nur eins? Irgendwie habe ich drei im Kopf. Let's see. We defeated Ansem. Yep. Restored peace to the world. Found Kairi. Oh yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. Then what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Namine. Hmm. I wonder who that is. Something that is. Well, what do you say we find out where we are? Okay, dann können wir das kurz hier machen mit dem Shareplay-Tausch. Können wir. Gut, dann beende ich mal kurz die Aufnahme. Wir sind dann gleich wieder für Sie da, wenn wir dann gewechselt haben. Also dann bis gleich.